Sehr geehrtes Publikum, stellen Sie sich einmal folgendes Szenario vor. Sie sitzen in einem Auto. Auf der Rückbank sitzen Kinder. Sie sind die Fahrerin. Sie haben das Steuer in der Hand und Sie haben die Verantwortung. Sie kommen zu einer Weggabelung, welche in zwei Straßen mündet. Sie entscheiden sich für den gut ausgebauten, bergab gehenden und vielversprechenden Weg, anstatt für den mühsam erscheinenden und bergauf gehenden. Sie geben ordentlich Gas und kommen gut voran. Nach einiger Zeit werfen Sie einen Blick auf Ihr Navi. Dieses zeigt Ihnen eine Warnung an. In einigen hundert Metern endet diese Straße an einem Abgrund. Doch aus irgendeinem Grund, vielleicht aus Bequemlichkeit, ignorieren Sie das Navi. Die Kinder auf der Rückbank haben schon angefangen zu schreien und zu weinen, doch auch das ignorieren Sie. Natürlich gäbe es jederzeit die Möglichkeit abzubiegen, denn die Straße hat viele Abzweigungen, welche über einen Umweg zur anderen Straße führen. Je länger Sie aber weiterfahren, desto schärfer werden die Abzweigungen und desto länger werden die Umwege. Doch Sie bleiben, wo Sie sind. Sie gehen nicht runter vom Gas und Sie nehmen auch keine Abzweigung. Sie fahren einfach weiter. Langsam wird es knapp. Es sind noch 100 Meter der 2 Kilometer langen Straße übrig. Dann kommt der Abgrund. Und das Einzige, was Sie und Ihre Kinder jetzt noch retten könnte, wäre eine Vollbremsung hinzulegen und eine der letzten Abzweigungen sofort zu nehmen. Was würden Sie jetzt also tun? Vermutlich denken Sie sich gerade, natürlich würde ich sofort abbiegen. Welcher Idiot hat denn da das Steuer in der Hand? Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass die verantwortliche Person tatsächlich Sie sind? Sie zusammen mit allen anderen mündigen Gesellschaftsmitgliedern? Mein Name ist Mira Berger. Ich bin 14 Jahre alt und dies war gerade ein metaphorisches Bild für unser fahrlässiges Verhalten und unsere fahrlässige Politik in Bezug auf den Klimawandel. Aber lassen Sie mich das kurz erläutern. Nun, an diesem Punkt steht gerade unsere Gesellschaft, kurz vor dem Abgrund. Wir sind seit der Industrialisierung einen mehr oder weniger einfachen Weg gegangen. Wir haben an unseren Komfort gedacht und daran, wie wir unser Leben kurzfristig leichter machen können. Aber nicht daran, welche langfristigen Folgen unser Handeln vielleicht haben könnte. Doch schon nach einiger Zeit haben wir eine Warnung von der Wissenschaft erhalten, die uns gesagt hat, dass es so nicht weitergeht, weil unser vermehrter Ausstoß von Treibhausgasen einen Klimawandel verursacht. Genauer gesagt erfuhren wir das vor ca. 50 Jahren mit der Veröffentlichung des Berichts von Club of Rome. Seitdem warnt uns die Wissenschaft. Wir kennen das Problem und es gibt jederzeit die Möglichkeit abzubiegen. Vielleicht etwas schärfer und vielleicht mit einem etwas größeren Umweg, doch die Möglichkeit besteht noch. Aber aus irgendeinem Grund, vielleicht ist es Bequemlichkeit, tun wir nichts dagegen. Zumindest nichts Ausreichendes. Klar, hier und da ein bisschen Mülltrennung, recyceltes Plastik verwenden und teilweise die Nutzung von erneuerbaren Energien. Doch das alles reicht nicht. Es bringt uns nicht auf den richtigen Weg. Es verlangsamt das Auto nur ein wenig. Eine Vollbremsung würde drastische Maßnahmen zum Einsparen von Treibhausgasen bedeuten. Und dies ist dringend notwendig. Einfache Beispiele dafür wären das Tempolimit 100, gut ausgebaute und leistbare öffentliche Verkehrsmittel und keine weiteren Bohrungen nach Erdöl und Erdgas und der sofortige Umstieg auf erneuerbare Energien. Aber was hat das jetzt mit dem Szenario von vorhin zu tun? Nun, der Abgrund steht für den Punkt, an dem der Klimawandel nicht mehr aufzuhalten ist. Das Navi steht für die Wissenschaft. Das Auto steht für die Gesellschaft und die FahrerInnen, verehrtes Publikum, das sind Sie, zusammen mit allen anderen mündigen Gesellschaftsmitgliedern, die bürgerliche Verantwortung haben und somit auch die Möglichkeit, etwas gegen den Klimawandel zu tun. Und die Kinder, die stehen für die nachfolgenden Generationen,
die noch keinen Einfluss darauf haben, was jetzt getan wird, aber die Konsequenzen dafür tragen müssen. Die Kinder, die auf der Rückbank schon angefangen haben zu schreien, aber ignoriert werden. Ich nehme stark an, jeder von Ihnen hat sich gefragt, warum der die FahrerInnen nicht handelt, obwohl das Problem bekannt ist und vor allem, weil Kinder auf der Rückbank sitzen. Und genau das frage ich mich auch in Bezug auf unsere gesamte Gesellschaft und vor allem in Bezug auf die Politik, wo wir doch offensichtlich auf den Abgrund zusteuern. Um 2030 herum werden wir den ersten Kipppunkt erreichen, wo das Klima kaum noch zu retten ist. An diesem Punkt verursachen zu viele Treibhausgase in der Atmosphäre einen verstärkten Treibhauseffekt, was wiederum zu dem vermehrten Ausstoß von Treibhausgasen führt. So werden wir in eine selbstzerstörerische Abwärtsspirale geraten. Und was dies für verheerende Folgen hat, sollte jedem mündigen Gesellschaftsmitglied bekannt sein. Im Klartext bedeutet das jetzt, dass wir noch gut 10 Jahre Zeit haben, um eine Vollbremsung hinzulegen und diese Katastrophe zu vermeiden. Ansonsten wird es zu spät sein. Die Forderungen sind also recht klar oder das, was jetzt getan werden muss. Aber ich denke, der eigentliche Grund, warum wir nicht das Nötige tun, ist tatsächlich Bequemlichkeit. Denn um den Klimawandel zu stoppen, müssen wir etwas verändern. Und Veränderung bedeutet Verzicht. Verzicht auf das, was man gewohnt ist. Und das ist nicht einfach. Aber was ist der größere Verlust? Unser Planet und somit unsere lebenswerte Zukunft? Oder Macht und Luxus, welcher uns im Endeffekt eh nicht glücklich macht? Die Verantwortung, dies zu entscheiden, liegt jetzt bei jedem von uns. Aber wir sollten daran denken, dass die Konsequenzen unserer Entscheidung andere tragen müssen. Danke.